Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der NFMatchMap am heutigen Dienstag, wenn ich richtig bin. Ja. Ja. Hier vor einem leider noch nicht ganz erntereifen Feld, aber ein Stück von dem Feld hat mir so gut angesehen, dass es schon erntereif war. Team Ost hatte schon Panik, dass wir vom Lohner einfach Sonnenblumen gekauft haben, was natürlich echt nicht fair wäre, wenn es so gewesen wäre. Aber ist ja nicht so gewesen, ihr habt es im Stream oder in der Folge am Samstag gesehen. Wir hätten Glück, dass hier schon so zwei Streifen erntereif sind und wir somit schon irgendwie 5.000 bis 6.000 Liter Sonnenblumen eingefahren haben. Aber das werden wahrscheinlich nicht nachher, naja, vielleicht sind es die Kriegsentscheidenden, aber ich glaube allerdings nicht, weil wir einfach zu weite Wege haben und nach wie vor warten wir darauf, dass hier die letzte Wachstumsstufe einsetzt und die Zeit, wissen wir alle, läuft mit Team Ost. Stimmt's? Richtig. Richtig. Zeit läuft mit uns. Das heißt, wenn es, ich sag mal, vor 15 oder vor 14 Uhr die Erntestufe da ist, dann sollten wir es packen. Ansonsten wird die Brücke uns in die Quere kommen und dann können die ganz entspannt die ganze Nacht sich Zeit lassen. Nicht entspannt. Ja, aber halt entspannt her auf jeden Fall. Weil nee, wir dann du brauchst die ganze Nacht, musst du durchgängig streschen, sonst schaffst du es auch nicht. Wegen der Zeitbeschleunigung. Ja. Ja, stimmt. Die ganze Nacht ist in der 30-fachen Geschwindigkeit ja höchstens. Nee, in der 60-fachen, ne? Stimmt, 60-fach spielen wir jetzt, ja. Ich hatte so ein Rauschen auf dem Ohr eben gehabt hier. 30! Das wurde jetzt erhöht auf 60. Wir würden schon wieder mit allen Mitteln, glaubst du? Ich würde sagen, ich erhöhe auf 120. Ich gehe mit und erhöhe auf 120. Ich biete mit 5. Wer bietet mehr? Auf einfach. 10. Ich wollte gerade sagen, da schließe ich mir ja fast der Alten an, wenn ihr so hoch spielen wollt. Dani, bitte immer Geld abholen. Das machen wir. Was sind denn diese 5000 Einnahmen Ernte? Ist das, gehört das jemandem? Sonst nehme ich das. Oh, nö, das dürfte eigentlich nicht von uns sein. Ja, also Kleckerbeträge fahren wir, glaube ich, gar nicht mehr. Nee. Ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich eine Palette, die irgendwie dann doch noch im Spawner reingerutscht ist. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Ich glaube, wir haben auch einen Baumarkt, aber wir haben auch unsere ganzen Palettenplätze, die sind alle gut gefüllt, aber werden aktuell ein bisschen vernachlässigt. Holger, wo kommt das rein? Was? Das hier rein. Aber gut. Den ich würde sagen, linken. Osten, in den Osten zurück. Mauern linken Trog. Hier ist Wasser und hier rein ist es. Wie nett, du holst wieder zu uns, Beste. Mann, Mann, Mann. Einmal nur mit Profis. Bleibt ja immer noch hier, Mensch. Rüber. Ja, geh du doch. Kannst, nee, die Alter hat nicht genug Power wahrscheinlich, um euch zu switchen. Ne? Aber ich theoretisch doch. Doch. You were moved. User was moved to your channel. Auf hier hinten rot. User was moved to your channel. User was moved to your channel. So, wieder weg. Hast du sie jetzt gesehen? Ja, ja. Also wenn es mehr sind, dann laufen die auch vorne an den Trögen rum. Ich hätte ja mal versehentlich Dani ziehen können. So, sind unsere Schafe auch wieder glücklich. Ich packe da nochmal ein bisschen Wasser in die Feldstoff, da ist auch nicht mehr viel. Nicht, dass Langeweile aufkommt. Der fängt die 100.000 Liter aus dem Graben raus? Jo. Ja, habe ich schon gemacht. Brauchst du nicht so spitz rausfahren, musst du ein bisschen. Oh, schön, elegant, langsam. Elf Herz ja eh nicht. Draußen dran. Jenny stellt sich mir einfach im Weg. Darf ich die umfahren? Wir haben ja schon 57 Schafe. 17 dazu bekommen, ja? 40 hat man gekauft oder hat man 50 gekauft? Weiß ich nicht. Ich hab's ja einfach mal übernommen. 40, glaube ich. Ich würde sagen, wir haben 40 gekauft. Da muss ja über die Geschwindigkeit ja auch rechnen. Siehst du, hier gibt's gar keine Angst. Doch, die Sauberkeit ist da, ja doch.
Ja, du musst bei den Tieren rübergehen auf Ost. Ja, da bin ich. Ihre Schafe haben nicht mal Wasser und nicht mal Gras. Was für Tierquäler. 0% Sauberkeit. Dann wollen sie Wolle haben. Das ist richtig. Komm, Akosta, komm, zieh um die Ecke. Wenn es schon kein Bier gibt, können wir höchstens noch ein bisschen Fleisch machen, ne? Könnte man noch machen. Oh, wir könnten dann auch Tierchen hinbringen. Ich weiß gar nicht, ob da noch Paletten sind. Karton, aber da haben wir ja notfalls auch Paletten, noch ein paar. Paletten und Karton braucht es ja nicht. Tiere verbraucht es deutlich mehr. Ja. Dann nochmal beim Baumarkt gucken, ob da die Paletten schon verkauft sind. Was also alles kriege ich nicht mit, was abgemäht hast. Und lass den Rest im Liegen. Oh, ist ja voll. Der Akkus da, der muss ganz schön ackern. Mach mal Vollgas zum Hof, ne? Vollgas! Ja, 40 schaffe ich schon. 42. Ja, siehste. Geht doch. War tiefer gelegt, der Akkus da, der steht vorne so ein bisschen hoch. Ach. Komisch in der Kurvenfahrt. Denkt ihr, wenn's leere, glaube ich. Baumarkt sind noch einige Paletten. Ach, da sind noch. Wieso, die Träger da haben noch zwei Bremspedalen. Einmal links, einmal rechts. Ups, nein. Akkus da mit über 50. Hat sogar Vollgas. 43 und den vollen Krassanhänger. Ja. Naja, die Sonne scheint doch, das Gras ist trocken. So, was machen wir dann Schönes? Warten. Oh, wollen wir nicht ein schönes, buntes, gemischtes Feld ansehen? Irgendwie muss da reinsehen. Ja. So fährt Action. Ja. Wenn dann Gewinner müssen wir rein. Gewinner? Nee, das machen wir. Ah, das müssen wir mit dem Grubber machen hier. Schönes großes Feld, Gewinner. Wo ich das hinkriege. Hm. Warte mal, man kann doch nee, schön mit Feld pflanzen. Mit der Seemaschine müsstest du es machen. Das ist ja. Sechs, oder? Soja und Sonnenblumen. Aber Sonnenblumen haben wir keine Seemaschine, ne? Das ja, klar, wir haben doch welche gepflanzt. Haben wir die noch auf dem Hof stehen? Obwohl, sollen wir die alle verkauft haben? Nee. Könnten wir schön auf der 17 machen. Außenrum Sojabohnen und in der Mitte schön mit den Sonnenblumen Sieg reinschreiben. Müsste ich auch beeilen, dass wir noch eine Wachstumsstufe schaffen dann. Ja, aber. Ja, aber auf der Übersichtskarte siehst du das ja dann schön extrem, das Grün und das Gelb. Ja, aber die Sonnenblumen-Sämaschine ist keine Direktsaat, das wird nichts. Muss der gruppern vorher. Ja. Bin ich ja schon dabei. 17? Nee, noch nicht. Soll ich das Gras ins Lager fahren? Ja, ne? Ja, klar. Boah, gib mal rein, ne? Das mach mal bloß mit Soja, das schön grün aussieht, oder? Ja, aber das ist dann in der Übersicht nicht so schön herausstechend, weißt du? Dieses sieht in der Mitte gelb. Raps ist grün. Ne? Weizen? Auch ziemlich hell, ne? Ja, wenn dann Weizen, Gerste ist zu dunkel. Ja. So auch. Aber wir haben die Horch, haben wir hier noch auf dem Hof stehen, ne? Das wisst ihr. Aber es müsste ja vorher gekuppert sein. Ich drehe hier gerade wieder Kreise auf dem Holzhof. Da stehen noch jeweils 5 Paletten Wurst und Fleisch rum. Was denn hier los? Oi. Wenn du noch was verkaufen willst. Ja, kann ich gleich machen, wenn sich der Server wieder beruhigt hat. Ja, noch nicht.
Also die MS sind bei mir okay, aber das ruckelt wie Sau. Also gerade war ich über 250. 512. Oh, jetzt hat er beruhigt. Wir sind schön im Kreis gefahren. Ja, ich konnte zum Glück noch stehen bleiben. Dass ich die beiden Hänger hier wieder ein bisschen auseinandergedrückt kriege, damit ich an die Deichsel komme. Gerade stehen. Eine, was man natürlich auch machen könnte, wir könnten eine große 1 drauf sehen, oder? Ja. So einfach. Wie war das mit links fahren, ne? Mit dem größten Dreher. Hey, ja, ja, die bleibt doch stehen, die Sämaschine. So, 5 Paletten Fleisch und Wurst, sagst du, sind da. Also jedenfalls habe ich so viel gesehen. Dann geh ich mal fahr ich mal gucken. Ja, Oschi, ich bring dir den Waldrat. Alles gut. Er zieht das. Der Deutsch, der schafft das. Wo willst du denn hin, auf welches Feld? Auf 16, da mache ich jetzt die 1. Da habe ich schön den einen Vorsprung. Kann ich schön hoch und ja, dann da ist es aber runter. Verkehrt rum. Es ist verkehrt rum. Nimm noch die 10, die ist gegrubbert. Ich dachte, auf die 17er Rahmen machen und in der Mitte eine 1 schreiben. Genau, okay. Macht da in der 17 einfach ja, einmal Folie als Rahmen drumrum und dann die 1 in Weiz. Das größte Feld, da kannst du auch schön ein bisschen Platz. Oh ja, hier steht tatsächlich Fleisch und Wurst. Hm. Komme, ich komme! Komme! Hast du jetzt hier noch Tiere hergebracht? 40, ja. Also beim Aufladen ein bisschen aufladen, dass ich die letzte nicht erwische. Nimm doch den Waldfahrer. Jetzt noch irgendwas ist, dann brauchst du den wieder. Nee, nee. Mach das schon. So. Das auch nach Aldi. Ich will auch mal zeigen, was so ein Deutsch kann, verstehst du? Aber nicht, dass du den Motor verheizen tust, ne? Das ist ein luftgekühlter. Groß, ne? Das ist breitmäßig nicht mehr ganz so weit. Mit einem 8 km/h sehe ich an. Mit 8 km/h. Warte, ich schiebe. Geht nicht. Ja, dann wird es ja eine krumme 1. Mit dem Weitreis ist egal. Oh, ich folge noch mal kurz. Vorbei gucken, ob da auch schon wieder was steht. Wer hat über das Frisch gesehen? Also ich hab Pflegebereifung. Deswegen, ja, ist ja noch schlimmer. Oh, die stehen ja auch schon wieder jeweils.
Hat denn einer die Wachstumsstufen auf den Feldern im Auge? Ja, ja, ich hab schon mal geguckt. Haltet nicht um. Haltet um noch nicht. Also, ich hab's zweimal laufen lassen, der Meinung, dass es gegen 18 Uhr umschaltet. Haben wir früh gegen 8 Uhr haben wir umgeschaltet und dann abend möchte ich meinen gegen 18 Uhr. Für alle 10 Stunden. Ne, gegen 6 hat es umgeschaltet, ja. Alle 12 Stunden. Ich möchte meinen, alle 12 Stunden geht es nur auf langsam. Aktuell spielen wir ja langsam oder hat er noch was anderes eingestellt? Wollen nicht. Sehe ich nicht. Warum muss ich denn mal arbeiten? Okay, langsam kommt uns zu. You were moved. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User hey, das habe ich gehört. Gibt's was Schönes hier bei uns im Westen? Bananen? Nö, wir haben unser Obst selber. Sonnenblumen. Wir haben wunderbares Obst und Fleisch und Wurst. Auch schön. Auch fast alle Sonnenblumen wachsen im Westen, muss man ja sagen, ne? Weil im Matchbereich ist ja die Mitte. Alles, was im Westen davon ist, ist unseres. Alles, was denn im Osten ist, ist euch. Nee. Das wäre auch nochmal eine richtig gute Idee. Jetzt fängt er auch noch an, Späße zu machen. Ja, er sieht seine Fälle wegschwimmen. Dacht. Entschieden ist ja völlig okay. Verlieren wäre fies gewesen. Ja, warum sollen wir denn verlieren? Genau. Du kannst aber Geld abholen. Sagen, deswegen sollt ihr ja auch nicht versuchen zu verlieren, sondern gebt ja auch, macht ja jeder so, macht ja auch Sinn. Das ist ja auch genau das Prinzip. Ist. Aber nur so für Spaß, also ne, von wegen einfach nur so zusammen, das kann man auf der Marsch machen dann wieder, oder? Kann natürlich auch hier zusammen, aber es macht weniger Sinn. Ja, wir können ja mal so McManus und Burning Gamer hier mal, ne? Wir gegen die da oder so. Ja, auch das ein cooles wäre natürlich auch eine sehr schöne Sache, ja. Aber ich denke mal, die Leute wirst du nie zeitlich zusammenkriegen. Ja, das ist bei das Problem. Dass sie Zeitprobleme haben. So. Aber wenn man das für LS19 mal planen das kann. Muss man erstmal gucken, ob die da überhaupt Bock zu haben. Das ist auch immer das eine. Und das andere ist natürlich dann auch Zeit, ne? Ja, also sie haben gar relativ eng gestritten. Ich meine, ich habe schon echt. Ich sage eigentlich immer, dass ich keine Zeit habe. Und es ist tatsächlich auch so. Ich habe eigentlich immer keine Zeit. Ich habe jetzt echt Glück, dass wir mit Manus und Friesi da, ich sag mal, ein Aufnahmetermin in der Woche finden konnten, wo es allen passt. Wo man dann gesagt hat, jo, weil ich sag mal, auch die müssen ja überhaupt Bock haben, das mit uns zu machen. Auf jeden Fall, ich sag mal, jetzt mit mir und meiner Frau. Natürlich genauso wird es für uns gelten. Kann aber auch sein, dass man dann nochmal wieder ein anderes Projekt macht, auch mit Lohnern oder was auch immer. Und dann zum Beispiel von hier irgendwie Lohner da sind und von ihm sind Lohner da. Und gucken, wie weit wir mit dem Match kommen. Sind ja eigentlich nur noch, was haben wir heute? Ja, wird knapp, wa? Sind ja nur noch ein bisschen über 4 Wochen. Ja, das heißt, man müsste eigentlich jede Woche 2 Ziele knacken, und das ist ja völlig utopisch. Ja, geht nicht. Also wenn er zu zweit spielt, das schafft er nicht, rein zur Zeit nicht. Niemals. Und vor allen Dingen dann auch noch mit hier ohne Autoload. Ja. Das ist ja ansonsten. Bei euch jetzt noch die Folge oder ist die jetzt schon vorbei? Nee, läuft noch. Habt ihr schon Schluss? Dann würde ich sagen. Nee, noch nicht. Ja, machen wir aber ruhig. Ist tatsächlich dann auch schon wieder fast 20 Minuten. Aktuell diese Woche waren die Folgen mal ein bisschen kürzer, aber ihr wart ja auch verwöhnt in den letzten Wochen. Da war es ja teilweise immer regelmäßig eine halbe Stunde. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir können uns, oder machen wir uns in der nächsten Folge, treffen uns noch mal kurz im Matchbereich und checken da noch mal die Lage. Da sind schon eine Menge Tore mittlerweile zu. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen. Schaut morgen wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen. Und schaut natürlich auch ganz gerne mal bei den anderen mit rein. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dann. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ciao.